weg. Alter Junge. Ja, Mann, ja, ja, ja. Komm, gib Gas. Oh, Junge, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, mit dem zu fahren. In diesem Dreckspat zerstöre ich fast Ciscus R8. Hoho. Wolltest du runterschalten? Junge, Bruder. Hast du gerade links gedrückt? Aus Versehen. Alter. Sorry. Schon war das falsch gemacht. Motor ist fast explodiert. Zweiter Part, Leute. Willkommen zurück. Ich bin komplett am Ende. Der Bray hat mich zerstört. Aber jetzt zerstöre ich ihn. Wir zeigen nochmal das Auto kurz. Es ist echt dreckig. Ich habe irgendwie Rückenschmerzen. Ich weiß nicht warum. Einfach so. Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Knie tut sogar weh. Schamhaar, Lippe tut weh. Es gibt gar keine Schamhaarlippe, Bro. Aber es tut trotzdem weh. Digga, ich zieh erstmal meine Schutzbrille an. So. Ist das hier Original Carbon? Ah, machen wir das Spiel jetzt wieder, ja? Carbon. Oh mein Gott, Spiegel auch Carbon. Oh. Das hier war mal Carbon. Wieso hat er weggemacht? Ja, nach dem Crash. Ach so. Wie viel hättest du damals bezahlt, wäre das kein Unfallwagen? Mit den Kilometern, weißt du das? Ja, 130. Boah, krass, okay. 25.000 gespart. Ja, 25, 30k gespart. Ja. Sehr nice, okay. Ja, dann Bre, ich mach dir die Tür auf, steig ein. Wie edel, vielen Dank. Denn. Bitteschön, bitteschön, Cisco. Ich mach dir auch zu. Soll ich dich auch anschnallen? So kein Problem, ich schnall dich auch an. Ja, ja. Wo ist meine Power Rate eigentlich? Ich hab die verloren. Ich mach mal kurz hier noch einen Liegestütz, bevor es losgeht. ADHS aktivieren. Ich hab nur mein ADHS aktiviert. Jetzt geht's los. Ich steig ein. Ja, gib mir Kaugummi. Ich hab Mundgeruch. Gib her. Ich will dich nicht anhauchen, dann stirbst du noch. So. Die Folie, das sieht man bestimmt im Video nicht, die glitzert. Naja, das ist der Grund, warum ich die auch immer wiederholen würde. Das ist geil. Ah ja, und hier Carbon. Und hier auch Carbon. Auch. Und hier auch Carbon. Ich sehe nichts. Schutzbrille muss ich wieder ausziehen. Schmeiß die aber weg. Gucci-Brille. Ich muss immer bedenken, ein Unfallauto komplett. Also ich baller den jetzt auch nicht komplett raus. Also ich baller den jetzt auch nicht komplett raus. Im letzten Part. Ah! What, Bro? Bro! Alter, du weißt doch nicht, was da kommt. Junge, chill! Chill! Chill, Alter! Ich sterbe, ja. Nein! Also ich baller den jetzt auch nicht komplett raus. Mhm. So, ich mach das Ding jetzt mal an. Geh in den dynamischen Modus. Oh mein Gott, kann der auch normal gestartet werden? Geht das? Oder knallt der immer so? Der macht immer. Komfort? Klappe zu, hast du gehört. Auto? Jetzt geht auf. Warte, ich will das nochmal hören. Nee, Internet. Ja, jetzt wieder zu. Jetzt zu, ja, ich hab's gehört. Ja. Jetzt offen. Ich geh mal kurz Gas. Das ist geisteskrank. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Keine Ahnung. So, das ist viel zu viel Aufmerksamkeit. So auf dem Ring geht das, aber hier so im öffentlichen Straßenverkehr. Ah, geisteskrank. So. Das Geile ist halt, das guckt eigentlich jeder. Ja. Die jungen Leute gucken alle, die geben dir Daumen. Motorradfahrer machen immer hier so und. Und die alten Leute machen das den. Das ist super geil. Die alten Leute, ja, ja, ziehen so eine Fresse. Ja. Das ist unglaublich. Aber ein geiles Gefühl, dann zu sehen, wie die gucken und wie viel Missgunst da drin ist. Ja, ne? Natürlich. So ein junger Mann mit so einem Auto. Bah. Wer kann das auch von sich behaupten, dass er mit 16 Jahren so eine Karre fährt? Ja. Schon, das ist krank. 105.000 Euro. Und wahrscheinlich schuldenfrei. Ja, ja. Krank. Ich mag den Gedanken nicht, auf Leasing oder auf Finanz, finanziell zu kaufen. Wenn dann lieber komplett, dann ist direkt dir und keine Kopfschmerzen. Schlau, schlau, sehr schlau. Sehr schlaue, schlaue Business-Moves hier am Start. So, was mache ich jetzt? Wohin? Alter, joi. Lass Autobahn fahren. Wir können probieren. Probieren wir es. Ja. Vielleicht ist doch jetzt ein bisschen freier als zuvor. Was ist das, Junge? Was ist mit dir los? Der hat mich abgezogen. Okay, okay. Flexer, scheiß Poser. Bah. Scheiße! So, ich hab vergessen zu schalten. Lager besten immer im zweiten. Okay. Der erste in zweiter knackt ein bisschen, das ist nicht so nett. Unterführung? Nein. Soundcheck? Ah! Ah! Scheiße! Der ist auf jeden Fall lauter als der R8, den ich gefahren bin damals. Wir schalten jetzt kurz mal hier in den dritten Gang. Checken die Lage ab. 3, 2, 1. Noch haben wir keinen unbegrenzt, aber gleich. Die Straße scheint ja leer zu sein, Bro. Ich gehe in den 78. Gang. Der hat 7 Gänge. Das ist auch so geil. Du kannst im 7. Gang einfach 50 fahren. Ja, das ist krank. Ja, der hat ja auch 870 Zylinder und 5 Liter. Gefühlt. Die Lenkung ist sehr direkt. Ne? Sehr, sehr direkt. Viel direkter als beim TTRS. Deswegen macht er auch so Bock auf der Nordschleife. Du bist 45 Runden gefahren jetzt, ja, schon.
Alter, was kostet eine Runde mittlerweile? 35 Euro. Du hast einfach mehr für die Nordschleife bezahlt als für das Auto. Viel. Junge. Hat also schon nicht hiermit, ne? Hiermit bin ich jetzt nur. Ach so. 5, 6 Runden. Ach so, aber mit dem TTRS. Wann ist denn der Unfall passiert? Letzten so. Sommer. Nach wie vielen Runden? Nach 10. Nach 10 Runden? 10. Genau 10. Alter. War das war's nass? Nee. Nee. Ich war einfach zu. Ich habe auch einen Unfall gebaut, da baut keiner einen Unfall. Da crasht keiner eigentlich. Da sind keine Kameras, da ist nichts. Ich war einfach zu schnell, zu dumm. ESP ausgehabt. Warum macht man auch das ESP aus? Total dumm. Ich habe alles falsch gemacht. Atro untersteuert halt sehr schnell. Ne? Du lenkst, aber ja. Das Auto fährt geradeaus weiter. Ja, man kann das Bild an der Stelle jetzt einblenden. Das sind alles so Überbleibsel vom Crash. Ne? Aber hier lag ja ein Ast drin. Krass. Hast du den vom TÜV abchecken lassen und so? Nö. Nein? Nein. Alter, du bist ich bin dumm im Kopf. Jo, du bist krank. Ich bin hingegangen, Probe gefahren. Dann habe ich gesagt, bekommen, ja, da hat der Unfall. Okay, dann habe ich diese Anfrage gestellt. Zahlst du 12 Euro für. Und dann kriegst du Bilder geschickt. Komm, dann habe ich gesehen, oh, der hat sich ja irgendwie zweimal überschlagen. Totalschaden gehabt, der war weg. Boah, geil. Ja, erzähl weiter. Ja, ich teste hier nur. Boah, aber ist der direkt, ey. Rechts. Sorry. Ich wollte nach Frankfurt, ich wollte nach Hause, hast du gesehen? Ich wollte das Auto einfach mitnehmen. Du bist so schnell weg, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann einfach blind gekauft, weil ich ein bisschen dumm bin im Kopf. Scheiße, Mann, ist die Autobahn voll! Kacke! Habe ich dir gesagt. Dreck! Egal, wir geben trotzdem Gummi jetzt hier. Ich gehe schon mal auf die linke Spur. Ich will die da vorne, weißt du, ein bisschen vorlassen, damit ich Gummi geben kann. Oh, 3, 2, 1. Scheiße! Sorry, Bro. Sorry. Junge. Wolltest du runterschalten? Junge, Bruder. Hast du gerade links gedrückt? Aus Versehen. Alter. Das geht ja nicht. Ist ja, das geht doch nicht, Bro. Ja, natürlich geht das nicht, aber. Sorry. Ich hab... Schon war das falsch gemacht. Motor ist fast explodiert. Boah! Alter, ich kotze gleich. Da habe ich ihn fast den R8 zerstört. Alter, wie schnell der auf 200 ist. Was ist das hier? Das macht mir schon ein bisschen Angst. Wie einfach das auch geht. Bam! Aber 300 würde ich mit dem Ding nicht fahren. Ich hätte immer im Hinterkopf mit diesem Unfall und Mondfall und... Du bist echt mutig. Ich habe meine Story gepackt. Kannst du sehen. Guck mal, frei. Genau hier, alles frei. Alles frei. Rudi, dein soll Platz machen da vorne. Nein! Der Keck. Alter, der sieht doch, dass ich ankomme. Was ist denn los mit dir? Weg da! Boah! Alter! Boah! Scheiße! Ey, ich hab gar keinen Bock, damit einen Unfall zu machen. Deswegen bremse ich hier ab und ich muss noch abbremsen, weil dieser dreckige Opel... Was ist denn das überhaupt? Corsa! Kein Platz mehr. Alter, guck mal, wie frei! Junge, das ist der weltbeste Tag meines Lebens! Ja! Boah! Ja, komm, Kurve! Kurve? Ja, chill! Wir können abbremsen, wir bremsen ab! Absolut geisteskrank. Ich muss kacken und ich muss duschen. Oh, nochmal. Scheiße. Das Geile ist, man sieht es auch im Augenwinkel, wann man schalten muss. Man muss gar nicht aufs Tacho gucken. Das blinkt dann so auf. Ja. Und dann kannst du dich komplett auf die Fahrt konzentrieren. Alter, das ist der direkt, Alter. Junge, wenn ich mich wieder jetzt in meinen Drecksfender setze. Schiff, Titanic. Oh. Kannst du noch einmal Soundcheck machen? Einmal noch für den Abschluss dieses Drecksvideos. Und dann klatsche ich gleichzeitig gegen diese Mülltonne. Alter, Scheiße, ist der heiß. Bro, 6000 Grad kommen da raus. Wisst ihr noch, vor 3 Jahren, wo ich mit YouTube angefangen habe? Nee, vor 2 Jahren, da habe ich auf Mülleimer geklatscht. Einfach so random. Und jetzt klatsche ich auf Mülleimer, während ein R8 komplett eskaliert. Bro, eskaliert komplett. Kannst du das nur ein, zweimal machen? Wieso? Der Limiter geht runter. Ah, dann geht's gar nicht mehr, dann musst du wieder neu starten. Krass. Er geht dann einfach runter. Ja, Leute. Haut rein und abonniert und deabonniert gleichzeitig Cisco Motherfucking G.